So, komm, wir haben ganz viel Geld. Da gibt es eine Börse. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Boah, Trinkgeldruhm und so. Joa, dann gehen wir uns, glaube ich, mal noch das Trinket oben holen. Können auch noch mal gucken, wie viel Leben wir noch haben. Nehmen wir... Na, wir haben auf jeden Fall noch mehr normales Leben. Okay, perfekt. So, dann haben wir den Counterfight Penny nämlich auch noch. Mehr Geld und so. Soll sich ja auch lohnen alles. Warte mal, das sieht aus wie ein Männchen. Die Karte sieht aus wie ein Männchen. Sehr cool. Ist mir bis gerade gar nicht aufgefallen. So, Chubb, oh Gott. Geh weg, Chubb. Da gebe ich mir ein bisschen... Warum ist der überhaupt auf so einem Stockwerk? Guckt noch Chubb rum. Als Boss. Ja, das ist ja fürchterlich. Und unerwartet irgendwie ein bisschen. Zumindest ein bisschen. Ah. Mag dich. Bäh, ich mag dich nicht. Der hält immer so viel aus. Ich hasse den Typen. Ich hasse den aber auch nur deswegen. Der ist halt nicht schwer, aber er hält halt so viel aus. Oh, eine Schraube. Hier ist so ein Shot Speed up. Ja, warum nicht, ne? Und es ist Krampus. Das Blöde an Krampus ist gerade, dass ich mein Buch nicht dabei habe. Das ist das Blöde an Krampus. Ist auch sehr interessant. Da hat Krampus ja eigentlich überhaupt nichts mit zu tun. Das ist ja mein Problem. Der arme Krampus. Muss er sich dafür verantworten, dass ich mein Buch nicht habe? Beziehungsweise muss er sich deswegen als doof bezeichnen lassen. Die arme Sau. Krampus Head. Nee, den will ich gar nicht haben. Irgendwie war das cooler, als Krampus immer die Kohle gegeben hat. Aber gut. Dann geht's weiter. Ui, ich glaube, der Zeitrun wird nichts mehr. So. Jetzt machen wir direkt den Moon. Es ist der Geheimraum. Das muss ich mir jetzt irgendwie merken. Ui, ganz viel Geld. Besonders viel Geld, weil Counterfeit Penny. Oh. Hier los. Ne? Komisches Layout hier. Gerade. Vor allem auch komisch, dass hier so viele Spinnen einfach nur rumgehen. Also so ganz normale Spinnen einfach nur. Schon ein bisschen underwhelming für so ein spätes Stockwerk, ne? Naja, gut. Von mir aus. Ich will mich nicht beschweren eigentlich. Oh, shit. Vor allem hätte ich es nicht sagen sollen. Das geht nämlich nur in die Hose hier. Oh Gott, 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 oh Gott. Danke Buch. Danke Buch. Eieiei. Okay, was haben wir hier? Oh, Lad. Lad nehme ich durchaus gerne mit. So. Auch ganz ehrlich. Oh, was hier so drin ist. So. Und... Okay, nichts. Schade. Dann nehmen wir wieder die anderen beiden mit. Wollte das jetzt nur für den einen Raum machen. Das ging auch recht flott. So, da haben wir das Herz wieder voll. Jetzt müssen wir noch das normale Herz wieder kriegen. Da, aua. Da fährt er mich um. So viel zu das Herz wieder gekriegt. Da. Kommt er direkt vor mir wieder raus. So, jetzt brauche ich aber auch noch mal wieder normale Herzen, ne? Sonst blöd. Es sei denn natürlich, wir kriegen das irgendwie hin, genug Kram spenden zu können. Dann können wir nämlich in den Boss-Challenge-Raum. Da würde ich durchaus auch ganz gerne rein eigentlich. Erstmal können wir gleich in den Shop gehen. Ja. Die sind auch deutlich weniger schlimm, seit man weiß, wie die tatsächlich so funktionieren oder wie auch immer man das sagen soll. Das nehme ich natürlich sofort mit. More Options und so. Und den Kompass nehme ich auch mit, komm. War mir gerade nicht ganz... Das da ist tatsächlich eine Spielhalle, ne? Ui. Ui, 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 ui. Wir können in den Boss-Challenge-Raum rein. Das ist doch wunderschön. Also vielleicht. Sollte man irgendwo auch dazu sagen, weil es muss ja nicht funktionieren. Ich meine, wenn es nicht funktioniert, kriegen wir ein Herz. Das ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder so, ne? Und volles Leben. Das auch noch dazu. Na komm. Hallo. Erschieße ihn, danke. So, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal. Flup. Hallo? What the fudge geht hier? Ich will nicht mehr. Ah. Ich blicke nicht durch.
Okay. Dann einmal. Oh, wir kriegen jetzt Haufenweise. Alter. Ich bin reich. Ich werde so reich gerade. Ich kriege durch die Piggybank Geld. Ich kriege durch Spenden allgemein Geld. Das ist doch total krank. Und ich habe halt noch den Counterfeit Penny, ne? So. Danke. Oh, Herzen. Schade. Egal, wir gehen erstmal in den Boss-Challenge-Raum. Oh, Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich ständig rumteleportiert werde. So. Ja, hat sich jetzt auch irgendwie nicht gelohnt, ne? Besonders nicht, wenn ich jetzt noch irgendwie Leben verliere. Das wäre sehr, sehr schlecht. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. So, Fatty Mac Fact Fat. Mach mal. Spring bitte nicht an jetzt. Finde ich nämlich nicht toll von dir. Nein, er saugt lieber die Truhe weiter auf. Au! Shit, da hat er mir. Au! Eieieiei. Hat er mir tatsächlich halbwegs ordentlich Schaden gemacht. Ih, der Typ! Du bist doof, hör auf damit. Mach nicht diese komischen Typen. Die sind doof, die will ich nicht. Töten wir erst ihn, bitte. Dann sind die Viecher nicht mehr das Problem. So, einer. Ach nee, es sind ja nur zwei. Es war ein normaler. Ein normaler Challenge-Raum. Okay, dann gehen wir weiter. Oh crap. Spinnen und so. Man kann sich hinter den Steinen verstecken, ne? Irgendwie. Weil die können da ja auch nicht durchschießen. Das ist ganz interessant. Und war mir auch nicht immer bewusst, dass das geht. Doof. Geh weg. Der hat natürlich richtig gelitten, ne? Oh, der lebt ja noch. Also, da lebt zumindest noch irgendwas. Joa, ne? War jetzt nicht so richtig glorreich für den Armen. Bin schon wieder mehrere Wege weiter. Oh shit, teleportiert worden. Oh crap. Das war nicht gut, das war gar nicht gut. Das habe ich mal grande verkackt gerade. Gibt zwar wieder Geld dafür, aber ne. Gehe, glaube ich, gleich auch. Oh, Leben. Das ist gar nicht schlecht, glaube ich. Ich gehe gleich auch nochmal ganz viel Geld in die Shopmaschine da reinstopfen. Weil es geht. Viecher. Da benutze ich das Buch für. Das ist mir wichtiger als beim Boss. Au. Vor allem kriege ich gerade auch richtig hart auf die Fresse von totalen Gummelgegnern, ne? Das ist total traurig. So. Oh, danke. Ein Herz. Und der Chariot. Ja, warum nicht, ne? Nö. Nö. Lass mal stecken. Okay. Dann nochmal ab in die Arkade. Würde ich sagen. Können wir hier noch ein bisschen zocken. Ich habe nicht so viel Geld. Das passt erstmal. So. Herzen wären jetzt nämlich echt schön eigentlich. Oh, gibt sogar ein blaues Herz. Finde ich schön von dir. Total netter Typ eigentlich. Oh, eine Pretty Fly. Joa, ne? Auch da bin ich doch gerne dabei. Geld. Geld, mehr Geld, überall Geld. Ist auch eine Fliege. Ich bin immer noch Herr der Fliegen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als vorher. So, das Ding kann ich eigentlich mal in die Luft sprengen. Das werde ich sowieso auf keinen Fall noch benutzen. Von daher gibt es nämlich auch noch mal zwei Herzen gleich. Dann geht das schneller mit dem Herzen voll machen. Das will ich ja jetzt eigentlich gerade. Das versuche ich gerade zu erreichen bei den Dingern hier. Aber irgendwie. Herzen sind gerade ein kleines bisschen rar. Scheint mir. Na los. Oh. Das ist so eine Fliege, keine gute Fliege. Oh. Ja, der bringt mir leider auch nicht mehr so richtig viel, ne? Ist schön, dass er da war, aber naja. Der gibt vor allem, glaube ich, keinen normalen Schlüssel, ne? Meine ich, mich zu erinnern. Okay, langsam wird es dann doch weniger Geld. Pass mal auf. Das Ding gibt mir eh nichts Sinnvolles. Das sprenge ich jetzt. Was haben wir denn da Schönes? The Hangman. Ach, warte mal. Nein. Shit. Hä?
Aber, oh shit, das wollte ich auch gar nicht. Hat ja wunderbar funktioniert. Das wollte ich. Flöpp, I can see forever. Das ist mir tatsächlich eigentlich lieber als der Chariot. Ich könnte... What the hell geht hier? Hilfe! Ich nehme jetzt I can see forever mit so. Und dann gehen wir noch in den Shop und schmeißen da einfach unser restliches Geld noch in den Spendenautomaten. Also so viel. Und komm, Balls of Steel. Toll. Bringt mir nichts. Egal. So, für den Boss. Guck mal, das reicht sogar für auf 300, theoretisch. Aber das will der Automat natürlich wieder nicht, war klar. Schade eigentlich. Deswegen war es auch egal, dass ich so viel Geld ausgegeben habe und dass die Balls of Steel Bille, naja, weiß ich nicht. I can see forever lieber an die für nächstes Stockwerk. Da ist mir der Geheimraum tatsächlich lieber gerade. The Hollow. Das kann auch immer sehr schnell sehr, sehr hässlich ausgehen, wenn die ihre Richtung wieder so random wechseln. So ungefähr. Also das war jetzt nicht unbedingt random. Die wechseln ja irgendwie die Richtung manchmal, wenn sie Schaden genommen haben oder so. So, ich kann mir was aussuchen. Ich nehme natürlich den Wirecode-Hänger. Weil schneller schießen ist awesome. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Was haben wir denn da? Das ist die Whore of Babylon, ne? Die will ich aber nicht. Dafür habe ich gerade zu viel Leben. Das lohnt sich nicht. Dann gehen wir lieber weiter. So. Wir sind auch ziemlich weit oben. Dafür, was wir alles haben. So, I can see forever und dann gehen wir mal forever gucken. Ne? Zack. So. Oh. Ist das der Flat Penny? Yo. Die Flat Penny will ich aber nicht. Dann lassen wir das lieber so erstmal. Das ist ein großes Stockwerk hier, kann das sein? Ich habe wieder nicht drauf geachtet am Anfang. Oh shit. Oh shit, 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 au, 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 au. Die schießen nicht gerade, okay. Doch, manchmal schießen sie gerade, verdammt. Ich wollte gerade sagen, das kann man sich merken sonst, aber kann man nicht. Also kann man schon, aber hilft halt nichts, ne? So. Oh, was war das denn? Das gab irgendwas. Destruction steht da drauf. Keine Ahnung, ich benutze das vielleicht mal irgendwie bei einem Boss oder so, weil letztes Mal hat mir das, glaube ich, irgendwie ein Aua, überhaupt nichts gebracht, ne? Da war irgendwas. Au! Crap. Crap! Crap, crabity, crap, crap, crap. Oh, das kann auch sehr schnell schief gehen, auch wenn das Gummelgegner sind, wenn die mich anchargen und dann... Oder sowas machen. Snizzle, 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 snizzle. Oh, die sind ja total gefährlich. Haufen komische. Oh, sie schießen ja. Seit wann schießen die denn? Bei dem Kram. Hm, whatever. Da unten kommt nochmal ein Shop. Da möchte ich natürlich dann gleich auch nochmal rein. Was ist das denn? Das ist wie ein Wurm. E. coli, Turdy Touch. Ach, oh, das Gerät. Och Gott. Das ist, glaube ich, sogar ziemlich übel gerade eigentlich, ne? Weil ich habe echt recht viel Leben. Au, shit. Rip, 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 au. Das ist ein dreckiger Raum. Der ist deutlich schlimmer geworden irgendwie in diesem Isaac, finde ich persönlich. Ich weiß gar nicht warum. Schieß mal hier hin, bitte. Danke. Du sollst das Ganze hier hinten hinschießen, Drecksviech. Hier. Hier schieß mal hin. Nein, hier. Ja. Nein. Ach, der kommt, glaube ich, nicht so weit, verdammt. Da muss ich das halt selber machen. So, langsam sieht das mit dem Leben gerade gar nicht mehr so toll aus. Was haben wir da? I can see forever, das haben wir auf diesem Stockwerk schon. Vielleicht hätte ich da gerade das andere Ding benutzen sollen. Wir kaufen uns das. Kaufen uns die... Das sind Pheromone, toll. Bringt mir nichts. Die Bibel bringt mir auch irgendwie nicht so richtig was. Ja. Au.
Dem kann man einfach nicht ausweichen, ne? Das schießt immer genau dahin, wo... Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, ein schwarzes Herz. Jo, das nehme ich erstmal. Und wenn das jetzt nur ein halbes ist. Au. Ja, perfekt. Ja, wir gucken uns erstmal weiter um. Der andere Geheimraum fehlt ja auch noch. Sollte vielleicht auch irgendwie dieses Haglas da... Hagalas? Hagalas sollte ich vielleicht auch irgendwie mal benutzen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was es bringt. Wir werden sehen. Hier zum Beispiel. Oh, das macht einfach alle Steine kaputt. I see. Interessant. Naja gut, von mir aus. Ich kriege gerade Probleme, lebenstechnisch, ne? Wie man sieht. Wie man sieht. Goldener Schlüssel, ja, schön, aber, Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Alter. Das ist ja richtig bitter hier. Was für Drecksviecher und was für ein Drecksraum und überhaupt und Hilfe. Das geht ja gar nicht. Naja, das hat sich auch nicht ge... Oh, shit. Oh, die, ja, stimmt, die ändern ja auch irgendwie die Richtung, wenn sie schießen, ne? Das ist richtig hässlich. Das ist auch richtig hässlich. Da gerade zum Beispiel war es ein... Oh, nee, Moment, warte mal. Was ist denn... Warte mal, was ist denn da oben? Warte, oh, boah, das ist ja riesig noch. Gute Güte. Auch wenn mich das jetzt ein Leben kostet, ne? Also ein... Nicht ein Leben kostet. Ist vielleicht die falsche, Herangehensweise. Ein Herz. Es kostet mich ein Herz. Oh, Geld. Ganz viel. Möchte ich trotzdem mal in den Raum da reingucken? Shit. Hat sich auch richtig gelohnt. Na, dann hole ich mir mal lieber die weißen, blauen Herzen. Nicht weiß. Weiß wäre schön. Ich habe irgendwo ein weißes Herz liegen lassen, oder? Auf irgendeinem Stockwerk habe ich ein weißes Herz liegen lassen. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo. Oder war das im allerersten? Nee, das war im allerersten, wo ich gestorben bin, oder? Bin mir gerade nicht mehr... Oh shit, hundertprozentig sicher. Aber schön ist es auf jeden Fall nicht. Allein die Tatsache, dass ich mir nicht sicher bin, ist nicht schön. Oh, Two of Hearts. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Aua. Haut die mir auf die Mütze. Tja, ne? Oh, weißt du was? So. Weil es geht. Ich würde eigentlich ganz gerne die Knochenviecher erst killen, ehrlich gesagt, aber. Da. Da. Viecher. Was haben wir denn hier? Mensch, oh, toll. Gib mir mal was Sinnvolles. Der gibt mir nie was Sinnvolles. Komm. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Toll. Und jetzt? Ja, super. Was ein verfluchter, mistiger, blöder... Oh, komm. Wir haben es ja. Nimm mir einen goldenen. Sonst hätte ich das noch nicht gemacht, gerade bei dem Typen. Oh, shit. Ja, fahr mal in so ein Ding rein. Kannst du von mir aus... Oh shit, tut er nicht. Ich dachte, er fährt jetzt in so ein Stacheldingen rein. Tut er wirklich nicht. Er will es partout. Hihihi. Pong. Oh Mann, ey. Hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Shit. Eigentlich ganz gut geklappt, wollte ich sagen. Crap. Crap, 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 crap. Crap, crap, crap. Da. Also. Puh. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Two of Hearts. Damit komme ich da nämlich dann jetzt auch rein.
Oh, die Black Bee, naja, die ist ja total super. Naja, whatever. Wir kriegen das schon hin irgendwie mit dem Buch, denke ich. Shit, das war nicht so richtig toll. Hallo, Neid. Höhö. So. Och nö, ach, ich dachte gerade, es wäre ein Unsichtbare. Das hätte ich jetzt richtig hässlich gefunden. Also wenn das jetzt unsichtbare Gegner gewesen wären, die sind ja richtig, ja, richtig widerlich. Die übrigens auch. Also mal ganz davon ab. Gut, finde ich die tatsächlich auch nicht. Na, geh schon weg. Okay. Ich gehe mal hier unten lang, weil dann ist das nicht ganz so gefährlich. Oh, toll. Mehr von den Typen. Mehr von den Dreckstypen. Gut, dass das Ding runtergegangen ist. Au. Ich finde die Typen, die rumspringen, die normalen schon schlimm. Die sind ja echt... Shit. Mistig. Ich verliere zu viel Leben bei total sinnlosem Scheiß. Entschuldigung. Fluche, das ist nicht schön. Das sollte man nicht tun. Fluchen ist böse. Also, naja. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Man sollte halt nicht fluchen.